Ja, herzlich willkommen zurück zum Max Payne. So, jetzt habe ich das Ganze hier auch mit DG Voodoo laufen. Allerdings beißt sich das mit dem Widescreen fix. Und insofern, ja, man kann zwar den Deutsch-Patch extrahieren mit RAS, Maker-Exe und das dann so einfügen, man sieht es ja jetzt auf Deutsch. Und jetzt lässt es sich über DG Voodoo auch hooken. Allerdings beißt sich der Widescreen-Fix halt mit DG Voodoo, weil das eine eigene DLL-Datei hat. Und ja, Kompromiss, wir spielen es möglichst original in 4 zu 3 mit Balken an den Seiten, die zu verschmerzen sind, auf 1600 mal 1200. Und ja, Performance gut, lässt sich vernünftig aufnehmen. Und ja, genug gesabbelt. F5 war, glaube ich, speichern, ne? Ja. Ah, läuft doch schon viel besser so hier. Ist ja auch so, dass die alten Spiele eh mehr ihren Charme im alten 4 zu 3 haben, worauf man es halt früher auch gespielt hat, ne? Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob ich hier eigentlich, doch eigentlich müsste man ja auch Steuerung, Kampf. Man müsste doch auch die Präzisionsgeschichte auch nutzen können, oder? Tja, keine Ahnung wie. Wollen wir hoffen, dass ich es einfach gar nicht brauche. Oh, ich finde das Ding eh da. Hier gibt es Munition und so. Uah. Jungs, jetzt ist aber gut hier. Ne? Da kann ich mir die Munition holen. Ich vermute mal nicht. Gar nicht, ob ich eventuell hier über die Dächer muss. Wo, was, wer? Boah, ihr Schwein. Verdammt.
Herrlich. Aber so läuft das anscheinend. Das würde mir besser gefallen. So. Ja, ich meine, da ist eine Tür im Dach, ne? Dort aber auch. Ich speichere hier mal. Hup. Okay, da springe ich in den Tod. Das heißt, diese Tür da kann ich gar nicht erreichen anscheinend. Programmierte Wand oder so. Granaten regeln es und dann ist hier Ruhe. So. Verdammt, was zur Hölle? Ach, verdammter Axel. Oh, nö, ne? Ätzend ist das denn? Wie viel habe ich denn davon? Noch eine. Das lohnt nicht. Ja, versuchen wir es mal mit der, dieser Schniebel. Boy. Was zur Hölle? Was? Halten die denn bitte aus? Ist ja hart. Oh, Munition sagt, ihr seid Igel, ne? Die hätte ich wohl nehmen sollen. Naja. Ihr seid Igel.
war eigentlich auch mal meine Lieblingskniffe, aber na gut. Hätte ich tatsächlich besser alles damit gemacht, rein munitionstechnisch, aber gut, wir werden sehen, wie sich das weiterentwickelt. Die ist zu. Killers. Oh. Ja. Gucken, was gibt's denn hier unten noch so? Da komme ich jetzt gerade noch nicht rein oder wie? Interessant. Hier rein. Ach Mist. Das hat mich Energie gekostet. Aber da ist eine Tür. Das ist sicherlich ein Secret. Oh, ein Versteck. Boah, Junge. Das gibt's doch nicht, ey. Alle Painkiller wieder weg hier, ja. Und ich krieg hier den Schrecken des Todes. Ich hätte Boris deins Schiff gefunden. Aha. Okay. Ja, dann lauf mal. Oh, Mann, ey. Kann nicht wahr sein. Präzise man mit der Shotgun sein kann. Das wollen wir doch gleich selber auch mal ausprobieren. Ich glaub das einfach nicht, ne? Das gibt's nicht. Ich hätte Boris deines Schiff gefunden. Fnipp, 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 fnipp. Ah. Jungs, ey. Also wieder ordentlich gefailt heute hier. Painkiller brauche ich auch alle hier. Der Rumpf des Frachtdampfers war schon lange vom Rost zerfressen. Boris Dime würde an Bord sein. Die halbe Mannschaft würde verhindern wollen, dass ich mich auch nur der Landungsbrücke näherte. Die Waffen lagerten wahrscheinlich im Frachtraum bei Ratten und öligem Wasser. So, Ruhe im Karton hier oder was? Junge, 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 Junge. Verdammt!
Junge, 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 Junge. Das gibt's doch gar nicht. Was zur Hölle? Kack ab. Hey, du. Oh, und dann hänge ich da fest, ne? Das kann nicht wahr sein. Oh, das mal anders hier. Granaten? Ja, kann man ja auch mal. Ja, wobei, ich hab wohl die eine. Mal den anderen Weg. Was zum? Nee, geht gar nicht. Ich kann da ja gar nicht lang. Erstmal du. So. So, und jetzt ich pfeife hier. Stehen bleiben. Das hat wohl funktioniert. Gut, gut. Du Sack. So ein verdammter Sack. So, da bin ich mit dem Telefon. Jungs. Glaubt ihr das selber nicht? Boy, alter Schwede. Wow, was ist hier jetzt? Dime? Angelo Puccinello hier. Angie, sag mir, wie viel hat Dime dich gekostet? Ich wette, es war mehr als nur ein Dime. Max Payne? Vielleicht der erste ein Volltreffer. Du bist tot, du Ratte! Bist du sicher, dass du mich hier nicht mit Boris verwechselst? Aber du hast natürlich recht. Wir sollten uns bald mal treffen und uns unterhalten. Du Verdammter! Puccinello zu ärgern war ein gefährliches Spiel, aber wenn Menschen sauer werden, machen sie Fehler. Ich sollte das wissen. Ich wollte, dass Puccinello so sauer wurde, dass er über seine eigenen Füße stolpern würde. Nach Möglichkeit direkt in ein frisches Grab. Tja, so, dann machen wir hier mal Schluss, würde ich sagen. Bis dann.